Hey, ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Hier mit Donner, Diktator und der Farbe Gewitter. Ich muss heute mal ein bisschen ruhiger sprechen. Winterzeit bricht an, draußen liegt Schnee. Natürlich, da kommt auch wieder mal die Erkältung mit ins Spiel. Ja, Halsschmerzen, Nase zu, alle zu. Was will man machen? So, deswegen so ein bisschen schonen, aber ihr dürft natürlich nicht verschont werden. Also wenn jemand leiden muss, dann natürlich ihr. Spaß beiseite. Also, gehen wir einfach durch das Video. Es wird ein Heidenspaß, hoffe ich jedenfalls. Schauen wir mal, wie das Matchmaking sein wird. Natürlich, wie es sein sollte. Ganz klar. Ich habe einen Kommentar bekommen, eine Frage bekommen. Also ich sage das immer wieder. Ich muss das immer wieder sagen, weil es halt einfach so ist. Ich freue mich sehr darüber, wenn Leute nach, egal wie vielen Jahren noch immer, irgendwie diesen Weg zurück zu diesem Kanal finden. Ich weiß, sie können es nicht mehr hören, aber es ist einfach so. Es freut mich sehr. Manchmal freut man sich, dass man diesen Kanal hier wiederfindet. Vielleicht manchmal auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Aber egal. In allen Fällen freut mich sehr, dass Leute hier wieder den... schön. Schön, dass wir hier eine HD-Karte haben. Ja, dass die Leute halt einfach den Weg hier wieder zurückfinden. Es freut mich sehr. Und ja, da kam aber die Frage, was denn mit dem alten New passiert ist. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Also, für die, die halt damals die Zeit mitgemacht haben, miterlebt haben, so ich sag mal 2014, 15 rum, ja gut, da war ich halt auch noch junge, knackige 18, 19 Jahre alt. Mittlerweile bin ich schon so ein bisschen älter, 21. Red's dir nur ein, dann bleibt's auch so. Okay, nein, ich bin natürlich noch ein bisschen älter geworden in all der Zeit, aber ja, das ist so blöd, das klingt, aber gut, man wird halt einfach älter und ja, unweigerlich ändert man sich auch so ein bisschen. Nicht viel. Also ich würde schon sagen, so ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Vor allem, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich glaube, ich habe das auch mal erwähnt, aber diese ganzen Brüllvideos damals, ja, die haben sich irgendwie einfach negativ auf meine Stimme ausgewirkt. Also manchmal ist die einfach, da ist die einfach in Mitleidenschaft gezogen. Habe ich das Gefühl, auch noch Jahre danach. Deswegen ein bisschen ruhiger. Und die 2014, 15 nicht mitgemacht haben, die werden sicherlich die ganzen Mir auf Streife-Videos kennen. Die kamen ja so 2016, 17 rum. Ja, das war auch nochmal eine ganz wilde Phase. Und vielleicht hat sich das auch nicht unbedingt gut auf meine Stimme ausgewirkt. Aber, ja gut, die waren natürlich auch gespielt. Ne? Das muss man mal dazu sagen. Also kein normaler Mensch reagiert so auf irgendwas. Vielleicht bin ich auch nicht normal. Vielleicht. Aber sowas könnte ich, und das habe ich auch schon gesagt, das könnte ich heute einfach... Ich will das auch gar nicht nochmal machen, weil das wäre dann viel zu viel gespielt. Also damals, es hat Spaß gemacht und ich schaue sie mir auch gerne an. Und dann denke ich mir so, bist du eigentlich blöd oder so? Aber ich schaue es mir gerne an, ja? Aber ich würde es einfach nicht nochmal machen. Das hätte einfach nicht so diesen Charme wie damals. Und ja, es würde einfach viel zu gespielt wirken, finde ich. Und daher muss das nicht sein. Also ich merke natürlich selber, gut, man hat sich so ein bisschen verändert. Aber größtenteils bin ich weiterhin der alte New. Nur halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen erfahrener, ne? Aber vor allem ein bisschen ruhiger. Ich reg mich gerne noch immer über Sachen auf und ich glaube, das merkt ihr selber, wenn ihr euch so meine Videos reinzieht, ne? Es gibt einfach Sachen, die regen mich einfach auf, ne? So, das hat sich nie geändert. Weiterhin, das macht mir Freude, mich aufzuregen. Das macht mir Spaß, das ist mein Hobby. Aber ja, so viel dazu. Dann kam aber auch noch die Frage, also was war so in all den Jahren, was ging da ab und... Ja, so einfach mal kurz und vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant. Klar, wenn ihr natürlich die ganzen Videos jetzt in der letzten Zeit verfolgt habt, dann wird man das so irgendwie wissen. Aber für die, die das nicht gemacht haben, ein kurzer Abriss. Fangen wir einfach 2014, 15 an. Also wie gesagt, halt da war so einfach die Ausbildungszeit. Ne? Ich war mittendrin in der Ausbildung zum Programmierer. Hat alles Spaß gemacht, wunderbar. Es gab natürlich auch so ein paar Phasen, da ging es ein bisschen bergab. Also vor allem, ich hatte ja eine schulische Ausbildung, für die, die es interessiert, eine schulische Ausbildung. Das heißt also die erste Zeit nur Berufsschule und im Grunde hatte einfach die Vorbereitung auf die reale Welt, sagen wir es mal. Und die bestand halt daraus, dass man sich dann Praktikum für die restliche Zeit der Ausbildung, also für die letzten 1,5 Jahre, suchen musste bei irgendeiner Firma und halt da dann eben als Praktikant sozusagen dann drin war und halt einfach, seine Zeit absitzen musste bis zum Ende der Ausbildung und im Idealfall natürlich noch ein bisschen mehr lernen konnte. Also vor allem halt das Gelernte aus der Schule dann natürlich auch irgendwie anwenden. Spoiler, man war ein blutiger Anfänger.
Ja, und es lief erstmal gut. Also, als es halt hieß, ja, sucht euch mal jetzt ein Praktikum. Ich weiß gar nicht, wann das ungefähr war. September, Oktober oder so. Ja, vielleicht. Aber das Praktikum sollte im Januar beginnen. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ja, ich glaube schon vielleicht, oder? Oktober? Ach, keine Ahnung. Oder Dezember? Irgendwann habe ich aber angefangen damit. Und dann habe ich halt auch einen Betrieb gefunden und war dann auch da ein paar Monate, bis ich da dann rausgeflogen bin. Nicht, weil ich so bescheiden bin, sondern weil, ja, ich war beim Arzt. War für einen Tag krankgeschrieben. Und danach hieß es, yo, wir beenden das Praktikum. Hm. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Dann war ich bei einem zweiten. Und das habe ich in einem kürzlich in einem Video erwähnt. Das war in dem The Bus. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Vorletzte vielleicht. Da war ich einen Monat und da bin ich freiwillig gegangen, weil das einfach null meine Welt war. Und dann muss ich mir natürlich ein neues suchen, ein neues Praktikum oder halt eine neue Firma suchen, bei der in der ich mein Praktikum dann hoffentlich mal bis zum Ende absolvieren kann, bis zum Ende der Ausbildung, ja, bis zum Ende der 3 Jahre. Und das hat sich echt hingezogen. Also ich habe da 2 Monate oder sowas, glaube ich, gesucht. Viel, ich habe mich bei vielen beworben. Vor allem, also das Problem, sage ich mal, war, dass es gab jetzt auch nicht direkte Ausschreibungen hier, wir suchen Praktikanten, sondern es war halt, wir suchen halt allgemein jemanden, der halt schon Erfahrung hat. Was ist halt so ein bisschen natürlich, ja, so ja, einfach, man hat sich auf gut Glück beworben und ja, vielleicht wird man angenommen, vielleicht auch nicht. Hab einfach alle angeschrieben, die halt irgendwie was gesucht haben, zur Verstärkung des Teams natürlich, aber ja, wenn du halt kaum Erfahrung hast, was willst du da bieten? Wie gesagt, das hat sich hingezogen. Bin dann aber schlussendlich in einem Startup gelandet, in einem Berliner Startup, wo ich dann also wirklich sehr glücklich war und wo ich dann auch meine Ausbildung beenden konnte. Und dann danach habe ich dann auch nach meinem Praktikum, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, habe ich da dann auch noch gearbeitet. Und das war echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Das war wirklich, also es hat mir sehr gefallen, diese Atmosphäre, dieses, ja, sagen wir mal, Startup-Feeling. Das war schon wirklich sehr, sehr schön. Und das hat mich auch geprägt, wirklich stark geprägt, so dass ich mir auch selber halt vorstellen konnte und weshalb ich dann auch am Ende ja dazu gesagt habe, was Eigenes zu probieren. Und das war ja dann halt der Game-Server-Hoster, der, an dem ich viele Jahre gearbeitet habe und mittlerweile nicht mehr. Jetzt wieder so, ja, ich sag mal, das ganz normale Berufsleben so ergriffen. Nicht mehr hier irgendwas selber auf die Beine stellen, sondern halt einfach wieder ein Teil eines Teams zu sein und da mitzuwirken. Und ja, das macht mir unheimlich viel Spaß. Kann man nicht anders sagen. Es ist sehr schön. Es freut mich wirklich. Also es macht mir Spaß. Es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Also da kann ich mir vorstellen, so, also allgemein das Thema Entwicklung, Programmierung, das finde ich einfach. Es ist halt klar Beruf, aber es ist auch, also auch hobbymäßig so. Ne? Das macht mir einfach richtig, richtig viel Spaß. Ja gut, und über all die Jahre, also ne, du hast halt hier Problemchen, da Problemchen oder halt irgendwie, sagen wir mal, Herausforderungen so. Ne? Auch natürlich beruflicher Natur so. Ja, also klar, also man ändert sich natürlich dadurch auch. Ne? Also was ich halt alles so in dieser, ja, sagen wir mal, in der eigenen Startup-Zeit dann machen musste, dadurch, dass du dann nicht mehr ein Team hattest, ja, sondern halt so gesehen halt deine Aufgaben wirklich alleine machen musstest, so deine Bereiche, kann man mal sagen, musstest du dich auch mit neuen Dingen einfach auseinandersetzen, die halt erstmal gar nicht so auf dem Schirm irgendwie ja, standen. So. Und gut. Aber, also ich will die Zeit nicht schlecht reden. Das hat mich, auch das war halt echt viel Cooles, was man so gelernt hat, lernen musste. So. Oder Sachen, mit denen man sich einfach beschäftigen musste. Und das hat, ja, das hat mich auch zu einem gewissen Teil wirklich nach vorne getrieben. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, ja, das ist so in den letzten Jahren passiert. Wirklich vieles.
Eine lange Zeit habe ich natürlich auch keine Videos mehr gemacht. Da war halt einfach wirklich, also Fulltime halt eher so, ja, wirklich das Aufbauen. Da war halt einfach nichts mit YouTube so. Da waren meine Tage, meine Wochen, meine Monate einfach mit anderen Sachen bestückt. Da fiel das einfach unter Teppich. Da hatte ich auch echt keine Lust, mir auch noch hier irgendwie immer wieder, mich darum halt zu kümmern, sage ich mal. Ne? Es ist wirklich sehr viel in den Jahren passiert. Gut, das ist einfach mal so ein kleiner Abriss dazu. Weiß nicht, vielleicht ist das interessant, vielleicht auch nicht. Hier gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich ja auch für das Thema Entwicklung und sowas interessiert. Und vielleicht, natürlich, ich denke mal, die meisten von euch sind jünger als ich. So, das klingt, als wäre ich ein alter Sack, aber ihr wisst, was ich meine. Und vieles passiert so im Leben. Oh Gott, das hört sich so bescheuert an. Ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber wenn ich halt einfach so zurückdenke, was in den letzten Jahren passiert ist, sagen wir mal seit 2017 so, das ist halt, also irgendwie ist die Zeit gerannt, gefühlt, aber es ist auch sehr viel passiert. Und es ist, also im Rückblick muss ich sagen, es ist schon krass. Es ist schon wirklich krass, was da alles so aufgestellt wurde, ja, was man da so auf die Beine gestellt hat. Das ist, ja, das hätte ich anfangs nie für möglich gehalten. Und es hat richtig viel Spaß gemacht und eine Erfahrung fürs Leben. Aber man muss halt, also für sowas, wenn man natürlich dann selber irgendwas machen will, man muss halt auch dafür geschaffen sein. Ne? Wenn man wirklich Bock drauf hat, dann kann man das mal versuchen. Aber man muss halt einfach schauen, ob man wirklich sowas will oder nicht. Ne? Will ich mal, denke ich, abschließend dazu sagen, zu diesem Thema. Wenn man etwas macht, dann sollte man das auch tatsächlich auch wirklich wollen. Das macht vieles einfacher, wenn man echt mit viel Spaß und Freude dabei ist. Dann, ich glaube, das ist jetzt halt kein Geheimtipp oder so, ich weiß, aber es läuft halt einfach anders. Ne? Es läuft halt einfach anders, wenn man wirklich so richtig dabei ist. Das dazu. Okay, ganz anderes Thema. Habt ihr diese Black Week, Cyber Week, bla bla bla, Days so genutzt für Rabatte? War irgendwas auf eurem Einkaufszettel, bei dem ihr euch gesagt habt, so okay, da schlage ich jetzt zu. Bisschen hier Interaktion, schreibt sehr gerne. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich kann ja mal für mich sprechen. Also ich hatte so viel auf meiner Einkaufsliste im Kopf, ich dachte mir am Ende so, okay, das artet langsam aus. Das artet langsam aus. Ich habe mir am Ende des Tages eigentlich nicht so viel geholt. Ich habe die Weihnachtsgeschenke besorgt, damit ich das Ding einfach durchhabe, weil ich keine Lust habe, dass im Dezember irgendwann so auf dem letzten Tag so, nee, das muss nicht sein. Da dachte ich mir, okay, komm, jetzt holst du alles, was du so holen kannst. Aber für mich persönlich habe ich gar nicht so viel geholt. Ich habe mir ein Geschenk habe ich mir selber, verschafft. Und zwar eine Hardware-Wallet für Kryptowährungen. Da dachte ich mir, ich kaufe mir mal noch eine weitere. Ich habe zwar schon eine, aber ich dachte mir, komm, noch eine kann nicht schaden. Das habe ich mir gegönnt selber. Aber ansonsten nicht. Aber was so in meinem imaginären Einkaufszettel so stand, ne? Fangen wir mal damit an. Da werdet ihr selber sehen. Also bleib ruhig. Ich dachte mir, okay, vielleicht so langsam, aber sicher, weil das ist so eine Sache, die steht schon lange bei mir auf meiner Liste. Und nein, es ist keine VR-Brille. Es ist keine VR-Brille. Es ist eine Grafikkarte. Und da dachte ich mir so, okay, aber dann brauche ich ein neues Netzteil. Na gut, kriegen wir hin. Aber könnte ich mir nicht auch ein neues Gehäuse holen? Ich könnte mir auch ein neues Mainboard holen. Ich denke, ihr wisst, auf was da nicht hinausläuft, ne? Neue CPU, neue Kühlung, dies, das, bla bla bla. Also im Grunde halt ein komplett neuer PC. So, okay, das ist ja schon mal eine Ausgabe, ne? Also, wenn du da jetzt nicht unbedingt die günstigsten Sachen holst, das ist ja schon eine gewisse Ausgabe. Okay.
Habe ich am Ende nicht gemacht. Aber dann dachte ich mir so, oh, so ein neuer Bildschirm. So ein neuer Bildschirm, oh, das wäre was. Ja, es wird noch besser. Kennt ihr diese Stream Decks? Ne, so mit diesen Knöpfen, die ja so Streamer benutzen, wenn die cool sind. Ich bin natürlich nicht so cool, deswegen habe ich keins. Aber ich dachte mir so, hey, das vielleicht auch noch. Ne? Kann man mal machen. Damit nicht genug. Denn wie wäre es, wenn man auch noch vielleicht sich, ja, ich weiß nicht, ein neues Mikrofon holt. So, ich habe mir da eins rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. So, boah, jetzt muss ich lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Zwischen 300 und 500 Euro. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ein bisschen was. Jetzt auch wieder nicht hier das High-End-Ding, aber auch jetzt nicht gerade die irgend so ein Billo-Teil für 50 Euro. Ne? Also ich weiß nicht genau, wo das lag. Zwischen 300 und 500 Euro. Ich habe jetzt die Summe nicht mehr im Kopf. Dann wollte ich aber auch noch eine neue Webcam. Ne? So einfach mal eine neue Webcam. Und dann auch noch Beleuchtung, also so neue Lampen mit RGB natürlich. Da dachte ich mir, komm, hole ich mir die auch. Die haben irgendwie auch so pro Stück 100 Euro oder sowas gekostet. Ich dachte, ich hole mir davon zwei. Habe ich jetzt eigentlich alles? Also so ein neues Setup hier im Grunde. Und ja, wenn man das einfach mal dann so im Kopf überschlägt, was das für Ausgaben sind, da schreit das Konto aber ganz, ganz laut schneller als man selber damals in den Rage-Mode-Videos. Und ich dachte mir, das muss ich mir jetzt persönlich nicht unbedingt antun, weil das ja auch nicht so zwingend erforderlich ist, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Hätte es mich gefreut, sicherlich schon, aber ich habe mir da selber einfach mal so gesagt, komm, schlaf eine Nacht drüber. Und ich habe oft darüber nachgedacht und ich bin einfach dann am Ende zu, ich hatte die Dinger schon im Warenkorb übrigens, ne, also so kurz war ich davor, ich war so, komm ey, jetzt plünder dein Konto, Junge, so, aber ich habe mich dann am Ende dann doch dagegen entschieden, weil ich war so kurz davor, den Button zu tätigen, so kurz davor, aber ich dachte mir dann so, komm, verschieb das. Du bist weiterhin mit deinem Mikrofon zufrieden. Die Qualität stimmt. Ich bin einfach nur zu blöd, um das zu sagen. Also, wenn das Ding übersteuert, dann liegt's an mir, okay? Dann liegt's an mir. Ich hab, ich hau da ja so ein paar Filter drauf und alles Mögliche, damit das so ein bisschen besser klingt. Und ab und zu, wenn ich halt dann irgendwie so bescheuert reinbrülle oder so. Nee, nicht unbedingt reinbrülle, aber wenn es manchmal übersteuert, es tut mir leid. Es liegt einfach daran, dass ich zu dämlich bin. So, that's it. Irgendwann, ne, werde ich mir auch ein neues Mikrofon holen, werde ich mir alles holen, was ich so auf meiner Liste hatte. Und vielleicht irgendwann auch noch so eine VR-Brille. Irgendwann mal. Aber ich glaube nächstes Jahr. Also nicht das mit der Brille. Aber nächstes Jahr, denke ich mal, irgendwann so, weiß ich gar nicht. Sagen wir jetzt einfach mal Sommer, vielleicht Herbst, keine Ahnung. Vielleicht auch Ende November, wer weiß. Dass ich mir dann eine neue Grafikkarte hole und einfach mal so ein schickes PC-Upgrade mache. Schauen wir mal. Aber ja, es ist jetzt nichts, was so wirklich zwingend erforderlich ist. Und ganz ehrlich, also ich habe, für die, die es wissen wollen, ich habe weiterhin als Grafikkarte die ich 2017 mir damals geholt habe. Die 1070, ja, die GTX 1070, die ist bei mir weiterhin im Einsatz. Und ich muss, also, was spiele ich denn großartig, ne? Kommt ja auch noch dazu. Ich habe jetzt nicht gerade die AAA-Titel, die ich hier zeige für euch oder die ich privat spiele. Daher brauche ich keine, unbedingt, ja, brauche ich nicht, ja, irgendwie eine neue Grafikkarte, die das alles irgendwie bereitstellen könnte, dass man da flüssig die neuesten Games spielen kann, weil ich habe die einfach nicht. So, daher reicht es mir, was ich habe. Klar, andere würden sagen, das Ding gehört schon mittlerweile in ein Museum. Habe ich auch schon gehört. Wenn es mir reicht, dann reicht es mir halt, ne? So, sorry. Aber, tja. Also, ich musste natürlich mal letztes Jahr gezwungenermaßen meine CPU upgraden. Und natürlich auch mein Mainboard. Weil irgendwas ging da mal kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe beides zwar noch da, aber ich weiß nicht, was kaputt ging. Entweder die CPU oder das Mainboard, aber jedenfalls PC ging nicht mehr an. Hat gar nichts gemacht. Kein Piepton, ja nichts. Das Ding war durch. Also wahrscheinlich das Mainboard, keine Ahnung.
weiß ich nicht, ist jetzt einfach nur so ins Blaue geraten. Aber ja, das musste ich halt mal upgraden, weil ansonsten gäbe es auch noch heute keine Videos mehr. Ja, aber Grafikkarte ist etwas, das hat so bei mir eine höhere Prio, weil das ist einfach etwas, das liegt schon so lange bei mir im Kopf drin und irgendwann will ich das einfach streichen und damit aber auch dann einhergehend einfach nochmal neue PC-Teile holen. Einfach, komm, dann mach einfach. Ja, dann hau dir einfach das neueste Ding rein, ist gut. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Und dann, also was mich persönlich auch so ein bisschen gefreut hätte, aber das kommt dann auch irgendwann mal, neues Mikrofon. Ja, wie gesagt, das 300, 500 Euro, ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet. Einfach ein neues, hübsches Mikrofon. Schauen wir mal, welches das wird. Aber das ist noch etwas neu, also halt einfach so dieses Setup. Ja, einfach ein bisschen hier, also das technische Setup so. Das einfach so ein bisschen halt aufpolieren, was Neues. Es ist auch so eine Ausgabe, vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr, vielleicht kann das auch noch länger warten, schauen wir mal, außer das Mikrofon geht kaputt, ja, da muss natürlich ein neues her. Aber das ist auch etwas, was so ein bisschen warten kann. Tja. Oh ja, aber, also eine Sache, auf die freue ich mich sehr, das habe ich mir dann zu Weihnachten gewünscht, und zwar ein Raspberry Pi. Das ist so ein kleiner Mini-PC für die, die das nicht kennen. Ich habe da in meinem Kopf so viele Ideen, ich werde sie nie im Leben umsetzen, aber ich wollte unbedingt so ein Teil haben. Schon seit vielen, vielen Jahren wollte ich so ein Teil haben und jetzt dachte ich mir so, komm, ja, wünschte dir und dann ist gut. Darauf freue ich mich sehr. Hätte ich mir im Zweifel auch selber gekauft, aber ja, wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann kannst du auch Geld sparen. So einfach geht's. Ja, aber ansonsten war ich eigentlich wunschlos glücklich. Also ich hab echt nicht viel ausgegeben bei den ganzen Angeboten. Außer halt natürlich für die Weihnachtsgeschenke. Aber ja, gut, von denen habe ich ja nichts. Von denen habe ich ja persönlich nichts. Ja, ich habe mich da sehr zurückgehalten. Aber weiß ich nicht, habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt dann mal loswerden wolltet? Was ihr losgeworden seid? Von eurem Herzen so, dass ihr gesagt habt, so, jawohl, endlich habe ich das. Endlich habe ich das. Endlich. Ja, das ist jedenfalls so meins. Ja gut, okay, ich habe mir Sportsachen noch geholt, aber zählt das mit rein? Eher weniger, oder? Aber gut, das war noch eine Sache. Ich habe mir Sportsachen gegönnt, ja. Ja. Ich mache wieder Sport. Also gut, jetzt gerade nicht, weil krank und so. Aber ansonsten, ja, regelmäßig am Stüssel. In den letzten Tagen, ne, ich habe immer so ein Glück gehabt, wirklich so ein Glück, dass die Straßenbahn immer zu spät kam und ich damit immer schön meine nächsten Anschlüsse verpasst habe. Das war so. Und dann stehst du da in der Kälte und denkst dir so, aber, also immerhin, ein bisschen was Hübsches kann man ja da auch sehen, ne? Es ist schön, dass hier immer wieder so Schnee liegt. Herrlich, wunderbar. Vor allem so, wenn dieser Schnee auch noch neu ist und du trittst da so rauf, so. Ja, dieses Geräusch, dieses Gefühl unter den Schuhen, so. Ach. Wisst ihr, was ich meine? Genau das. Das ist so. Das ist so wie diese Luftpolsterfolie, ne? So. Genau so. Genau so ein Gefühl ist es. Oder halt die Folie von irgendwas abzuziehen, so, ne? Es ist so ein schönes Gefühl. Das sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen müssen. Ne? Das sind die kleinen Dinge. Ja. Herrlich. Sehr, sehr herrlich. Gut. Niederlage, so muss es sein. Was dachtet ihr denn, dass ich gewinne? Na. Wobei, das letzte Match war doch ein Sieg, oder? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, das dazu. Ich wollte mich mal bei euch melden. Wie spät haben wir es denn? Okay, gut. Wir haben schon hier 24 Minuten fast voll. Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich weiß, das war vielleicht heute ein bisschen anders als sonst. Aber was soll man machen? In dem Sinne, macht das gut auch besser. Rinjon, ist ja klar, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich hoffe dann ein bisschen fitter. Schauen wir mal. Also vielleicht nicht körperlich, aber schauen wir mal. Aber hey, immerhin, also jetzt, ich bin ja jetzt schon ein bisschen über einen Monat wieder beim Sport dabei und so langsam aber sicher, also was halt die Gewichte angeht, die man benutzt, so langsam aber sicher stellt sich ein Erfolg wieder so ein. Also man sieht so, ja, man kann hier und da mal ein paar Kilo raufpacken. Das ist ganz angenehm. Alright, macht es gut und besser, Rinjon, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann, euch noch einen wunderschönen Tag. Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, Morgen, Vormittag, wann auch immer. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.